Moin, moin Leute, willkommen zurück bei Stardew Valley. Aus dem Weg, Joy. Ich muss an den Fernseher. Okay, hier ist eh nichts drin. Und ja, wir haben heute mal wieder Regenwetter. Das bedeutet, Leute, wir haben ja gesagt, wenn es regnet. Oh, das ist schon wieder fertig. Nice. Wir haben ja gesagt, wenn es regnet, dann werden wir mal wieder eine Runde angeln gehen. Ist ja jetzt auch schon wieder ein bisschen was her, dass wir geangelt haben. Deswegen wird das, denke ich, heute mal wieder Zeit, die Rute rauszuwerfen und sich einfach an der wunderschönen Natur zu erfreuen. Aber bevor wir das machen, die Sachen sind alle gegossen. Bevor wir hier irgendwas machen, nein. Bevor wir irgendwas machen, achso ja, bevor wir irgendwas machen, machen wir immer zuerst die Eier natürlich hier rein. Ah, guck mal, da sind nochmal Bait. Krass. Zuerst einmal nehmen wir nämlich alles hier mit. Nein! Ich hasse das! Ich habe die eine Pflanze zerstört. Die Eggplant. Oh, ist das dumm. Ich hasse das. Okay, die Eggplants können wir alle verballern. Eine, die goldene, tue ich mal hier rein. Mal schauen, was passiert. Ich weiß halt nicht genau, wie das sich mit diesem Dingens verhält. Was da passiert und ob man das machen sollte oder nicht. Und ja, also was halt. Die kommen auch hier rein. Die Eier könnten wir dann hier reinpacken. Die eine kommt zu den Wichteln. Oh, jetzt habe ich eine Pflanze zerstört. Ich bin so ein Opfer manchmal. Ja, ich weiß jetzt nicht, ob ich das nochmal neu kaufen soll. Ja, eigentlich ja schon, ne? Eigentlich ja schon. So, wir haben dieses Fishing-Dingens. Das heißt, wir können richtig dicke angeln heute. Das wird ein Angeltag, endlich mal wieder. Obwohl, eine Sache noch, bevor wir loslegen. Möchte ich gerne mal schauen, ob hier unten wieder der Sirup oder sonstiger Krams fertig ist. Nope. Leider nicht. Und... Ah ja, die Pilze sind aber ready. Die Pilze sind ready. Die kommen dann hier rein. Und dann, ja, eigentlich hatte ich ja überlegt, ob ich heute in die Dingens gehen soll. Oh, jetzt liegt hier noch so eine Pflaume. Ah, die liegt heute Abend auch noch hier. Die liegen heute Abend auch noch hier. Scheiß drauf, ich nehme die schnell mit. Eine goldene Pflaume. Eine Pflaume tue ich auch mal in dieses Ding. Ah, ich bin so ein bisschen blöde gewesen, dass ich halt hier... Zweimal die gleichen Sachen. Ich könnte mir nämlich vorstellen... Ach, das geht gar nicht, okay. Warum nicht? Nein, 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 nicht essen. Gut, dann schmeiß weg. Eggplant haben wir dabei. Dann gehen wir schnell zu den Wichteln. Und dann angeln wir im Meer. Denn im Meer gibt es immer die geilsten Sachen zu fangen. Das wissen wir ja inzwischen. Da haben wir bisher immer das meiste gefangen eigentlich. Ach ja, und ich habe noch den Edelstein dabei, den wollte ich dann wieder meiner Angebeteten schenken. Ich erkaufe mir jetzt quasi hier die Liebe von ihr. So, rein mit uns. Hier oben war es, richtig? Ja. Okay. Sehr gut. Quality ne, haben wir nicht. Artisan haben wir eh wieder auch nichts von. Okay, weiter geht's. Ist schon, ja, krass. Wie das hier so alles so sich nach und nach entwickelt, ey. Ich finde das super. Und das Spiel macht so mega Laune, ist unglaublich, ey. So, hier hängt auch wieder eine neue Quest. Da könnten wir mal schauen. 180. Nein! Eggplant. Ah, scheiße. Hätte ich das mal vorgelesen, ich bin ein Vollidiot. 180 für eine Pflanze. Warte mal, wohnt die Haley denn nochmal? Ah, hier direkt neben mir. Nice. Oh, bitte ist die Alte zu Hause. Dann kriegst du wieder mal einen Edelstein von mir. Das ist schon unglaublich, was die alles von uns geschenkt bekommt. Haley, wo ist sie? Die ist nicht hier. Was arbeitet die denn?
Ah, das ist Emily. Da ist Haley. Shit, die ist zwar hier, aber die ist in ihrem Schlafzimmer. Scheiße, ich dachte, Haley arbeitet im Dingens. Wohnt im Trailer. Ich wollte doch so eine richtige Trailer-Park-Bitch haben. Naja, schade. Klappt das wohl nicht. Wir checken gleich nochmal die Fallen. Oder sollte ich erst angeln? Wahrscheinlich sollte ich erst angeln. Was liegt hier so rum? Nichts von Interesse. Das ist aber gar nicht mal so schlecht, weil sonst käme ich wieder in die Bedrulle rein. Ja, nehme ich das jetzt mit oder lasse ich das liegen? So, ja, hier, das ist natürlich wieder nice, ne? Das sind ein paar Sachen. So, nehmen wir natürlich mit alles. Die Brille nehmen wir raus. Ah. Und kommt das hier auch noch? Ey, das ist nicht wahr. Danke. Zack, zack, wie viel? 63 sollte reichen. Die haben immer nur normale Qualität hier, wenn ich die heraushol. So. Und dann werfen wir jetzt mal die Angel aus. Ich hoffe, dass es jetzt hier keinen Ärger gibt, wenn ich die Angel hier hinwerfe, wo auch die Dinger sind. So, vielleicht angeln wir jetzt ja ein bisschen was Schönes. Irgendetwas, was gut Cash in the Tash bringt. Das hier ist ein Red Snapper. Moment. Das hier ist eine Truhe. Oh, Kacke. Ja, nee. Das war dumm. Weil der so am Boden war, habe ich den nicht mehr bekommen. Da war ich selber schuld. Da war ich selber schuld. Ah, den Tag ziehen wir durch. Da wird jetzt dicke geangelt. Alter. 6, 7 unterschiedliche Fische kriegen wir noch raus heute. Sollte klar gehen. Ich meine, es ist schon 1 Uhr nachmittags. Wir haben halt quasi den ganzen Tag noch vor uns. Das ist wieder ein Red Snapper wahrscheinlich, ne? Da kann ich es mir nicht erlauben, mir eine Truhe zu angeln. Da hätte ich das. Oh nee, was ist das denn? Das ist eine normale Seegurke. Ach, es gibt auch. Krass. Ich habe bisher immer nur die krassen Seegurken gehabt. Ich wusste gar nicht, dass es auch normale gibt. Lol. Aber die sind ja mal überhaupt gar kein Problem. Die machen ja gar keinen Ärger, die normalen Seegurken. Was ist das, ein Red Mullet, ne? Nee, ein Tilapia. Cool. If it smells, it sells. Das ist ja das Motto von Willy. Mein Motto ist irgendwie eher so Cash in the Tash. Keine Ahnung. Mehr fällt mir nicht ein. Noch eine normale. Was? Mann, ich weiß, das ist so komisch. Ich meine, ich habe so oft hier geangelt und ich habe immer diese Super-Seegurken, so hießen die, glaube ich, sogar gefangen. Und jetzt auf einmal fangen wir normale Seegurken. Wie kommt das? Warum auf einmal? Warum jetzt eine Sardine? Weißt du, was ich meine? Das ist doch mega strange. Genauso wie das eine Mal habe ich diesen Pufferfisch bekommen, der mega Kohle gebracht hat. Aber trotzdem hat mir das irgendwie überhaupt nichts gebracht. Weil ich den nie wiedergesehen habe. Das war der eine Tag, wo auch der Dingens da war. Der legendäre Fisch. Wieder eine Seegurke. Ich raff es nicht, Leute. Das muss man mir mal erklären. Und wieder eine Seegurke. Die lassen sich halt einfach wieder auf den Boden fallen jedes Mal. Ne, es ist sogar eine Anchovis. Okay. Hab nichts gesagt. Alter Vater, ey, das ist ja lustig. Tja. Die See ist unergründlich, meine lieben Landratten, nicht? Und wieder ein Red Snapper. Was heißt wieder? Hatten wir noch gar nicht bisher. Alles Goldfische. Sieben Fische. Ist doch schon mal ein schöner Anfang. Oh, das riecht wieder nach. Ne, könnte auch eine Anchovis sein. Oder eine Seegurke, aber das ist zu hoch gegangen. Ich glaube eher eine Sardine. Okay. Wieder eine goldene, immerhin. So, ich werde gleich mein Fishing-Level nochmal um 3 erhöhen. Wenn ich hier Dish of the Seas esse. Das ist wieder ein Tilapia. Nee, ein Red Snapper. Der Klassiker quasi. Wie viel brachte das nochmal? 150 Energie. Okay. Da kann ich noch ein bisschen angeln, bevor ich das nehme. Das wird ein langer Tag heute, Leute. Kann euch gesagt sein. Da gehen wir jetzt wieder um 10 nach Hause. Ist das hier wieder die Seegurke? Müssen wir hier wieder den Jürgen würgen? Oder was ist hier los?
Nee, es ist ein Red Snapper. Der Klassiker unter den Fischen. Der Red Snapper. Diese Crab-Pots sind aber auch lustig. Die hätte ich mal vorher machen sollen. Ja, die sind halt, wenn man sie kaufen möchte, sind sie arschteuer. Ist das jetzt wieder die Seegurke oder was geht mit dem? Der macht ja wieder gar nichts. Jo. Moin. Ich glaube nicht, dass sie viel bringt, Leute. Die fängt sich ja quasi selbst. Das ist jetzt nicht die große Kunst, was wir hier machen, die Seegurken zu fangen. Ganz ehrlich. Das muss ich eingestehen. Das ist keine große Leistung, was wir hier machen. So, was ist das jetzt? Wieder irgend so ein Red Snapper oder ein Anchovis oder irgendwas Leichtes. Leichte Kost. Jo, Red Snapper. Ja, so 20 Fische wären schon nice. Aber wir haben ja noch Zeit. Wir haben noch ein paar Stunden bis 10 Uhr können wir auf jeden Fall machen. Jetzt ist gerade mal 4 Uhr nachmittags. Ja, haben wir noch 6 Stunden vor uns. Das ist ein dicker Angelausflug heute wieder mal. Und es ist wieder eine Seegurke. Heute beißen die Seegurken extrem gut, so wie es aussieht. Na komm, danke. Ah, mal was anderes. Vielleicht ist das jetzt ja mal ein Pufferfisch. Da wird mir schon ein bisschen einer bei abgehen. Ein Aal! Es ist ein Aal! Ey, ich glaube, dann sind wir fertig mit dem Fischtank, ne? Wir können... Geil, dann werden wir erfahren, was dieser Glittering Boulder ist. 167, ja komm, ich hau mir jetzt ein so ein Essen rein. Yo, gönn dir. Zack, ey. Leute, die Sache ist jetzt natürlich... Ah, jetzt darf ich nur noch einen anderen Fisch fangen. Notfalls hau ich das Seaweed weg oder halt die Broken Glasses. Alter, wie geil. So, wie lange hält der Buff? Oh, 6 Minuten sogar. Geil. Und jetzt haben wir 3 Power. Also, wenn ich jetzt nicht geile Fische angel, ne, dann heiße ich aber wirklich hier Peter Polecker. Ein Aal, ey. Meint ihr, der bringt viel Cash? Bin ich sehr gespannt. Yo, ich esse den Buff und jetzt kriege ich sowas, oder wie? Unlogische Kackwurst. Nein, wieso habe ich den eingeholt? Nein, wieso werfe ich so schwach? Oh mein Gott, ich bin so aufgeregt. Eigentlich nicht, aber ich brauche nur eine Ausrede. Oh, komm, ey, das ist nicht dein Ernst. Ich esse den Buff und jetzt kommt nur noch Scheiße, oder wie? Endlich, ein Hit. Und ein Red Snapper wieder zum Eingewöhnen, oder was? Eher zum Abgewöhnen, ey. Das ist doch langweilig. Nee, eine Sardine. Auch nicht schlecht. Der Aal, Leute. Komme ich immer noch nicht drauf klar, dass wir den endlich gefunden haben, ey. Im Sommer. So lange hat es gedauert, bis wir den gekriegt haben. Aber, geil. Ah, doch, ich muss noch mal ein bisschen anziehen. Das könnte wieder so eine Anchovy sein, oder wie die heißt. Jo. Ich meine, es sind alles Goldfische, aber... Ein Aal, ey, das freut mich. Bin ich sehr gespannt. Was meint ihr, wie viel... Ne, den Aal muss ich ja weggeben. Oh, darf ich noch einen Aal fangen? Ich würde gerne sehen, wie viel Geld der Aal bringt. Das wäre auch cool, wenn man den noch, wenn man noch irgendwie so räuchern könnte, weißt du? Dass du den Fisch nochmal für 2-3 Tage irgendwie räuchern könntest und dann kriegst du noch mehr Geld oder so. Es gibt ja auch so, zum Beispiel aus den Eiern kannst du Mayonnaise machen. Das könnte ein Aal sein. Der zieht direkt Digger an. Der droppt aber gleich nochmal, oder? Ja, okay, war ein perfekter Hit. Es ist wieder ein Aal. Also heute ist Aaltag hier, internationaler Aaltag in den Gewässern vor Stardew Valley. Und damit erfahren wir zumindest, was das Ding so wert ist, was wir da nochmal für bekommen. 17 Fische, das ist wieder ein... Nee, der zieht nicht stark genug, glaube ich. Könnte was anderes sein. Es könnte aber auch... Ah, eine... Ah, was? Albacore. Der ist auch neu. Hatte ich noch nie, glaube ich. Tun wir mal hier hin. So. Wieder einen neuen Fisch geangelt. Leute, wir sind der Profi-Angler. Bosterino am Start. Da holt er Müll raus. Weg damit.
Also der Angeltag hat sich gelohnt, allein für die Belohnung, Freunde. Das ist super. Das ist wieder ein Aal. Der hat richtig angezogen am Anfang jetzt. Oh, nee, das ist kein Aal. Die droppen nicht so hart, oder? Vielleicht ja noch was anderes. Doch, es war ein Aal. Okay, hab nichts gesagt. Die anderen haben nicht so hart gedroppt danach. Die haben nur einmal dicke angezogen und dann musstest du sie einfach nur noch rausholen, quasi. Oh, ja, yeah, der zieht wieder schön an. Das könnte wieder ein Aal sein. Den holen wir perfekt raus. Unglaublich, Leute. Ey, wir haben jahrelang kein Aal gefangen und heute haben wir vier Aale gefangen. Naja, soll mir recht sein. Oh, Hilfe. Ist wieder ein Aal, oder? Yo, ey, ich erhöhe auf fünf Aale. Ich habe doch hier so oft schon geangelt, wenn es Nacht war. Wieso habe ich denn noch nie einen Aal gefangen? Ist doch physikalisch nicht erklärbar. Und jetzt wieder so eine Seegurke oder ein Red Snapper? Eine Anchovis, okay. Maximum Power! 22 Fische, die wir verkaufen werden. Oh, der zieht gut an. Ist es ein Aal? Oh, der zieht nochmal richtig gut nach oben. Es ist wieder ein Aal. Sechs Aale an einem Tag. Es ist so lustig. Aber wie gesagt, die Seegurke habe ich ja vorher auch noch nie gefangen. Ich habe diese Super-Seegurke schon ein paar Mal gefangen. Das heißt, die wird auf jeden Fall weniger geben, denke ich mal. Aber warum haben wir die denn noch nie gefunden? Fragen über Fragen, ey, bei Stardew Valley. Und keiner kennt die Antworten, außer ihr vielleicht. Weil ihr euch mit Stardew Valley auskennt, vielleicht. Oh, eine Schatztruhe noch. Der droppt sogar noch. Ah, ich habe ihn schon gefangen. Shit. Albacore. Okay. So, gegen 10 hauen wir ab, Leute. Boah, der Buff hält noch eine Minute. Der Buff hält noch eine Minute. War ein schöner Tag. Endlich mal wieder einen ordentlichen Angelausflug hier gehabt. Muss auch mal nicht mal sein. Oh, das ist kein Aal. Das ist irgendein krasses Viech wieder. Oh, wow. Alter, das Viech will's wissen. Was ist das? Pufferfisch? Ah, nee, eine Super Seegurke. Jetzt habe ich ein Problem. Ja, komm, eigentlich nicht. Brillengläser weg. Wieso kommt denn jetzt auf einmal die Super Seegurke? Ich raffe das nicht. Also das Spiel stellt mich immer wieder vor Rätseln. Seaweed. So, komm, gib ihm. Noch eine Super Seegurke, dann hau ich ab. Dann muss ich ins Bettchen bald. Da, der letzte Hit für heute, Freunde. Die Super Seegurke war mit Abstand das schwierigste Ding, was man da gerade gefangen hat. Ein Anchovis. Alles klar, ich bin weg. Vielen Dank für diesen wunderbaren Abend, beziehungsweise diesen wunderbaren Tag, den wir hier damit verbracht haben, die Fische zu angeln. Und jetzt wird der Aal erstmal abgegeben, Leute. Und dann haben wir trotzdem noch ordentlich Fische, die wir abgeben können. Oha, ey, 25, 26 Fische, glaube ich, die wir jetzt noch abgeben. Das wird mal wieder richtig Kohle in den Haushalt spülen bei uns. Dann haben wir noch die Auberginen abgegeben. Das gibt echt gut Geld heute. Die Mayonnaise, wie gewohnt, natürlich auch. Ich bin an dem Haus vorbeigerannt. Lol. Lol. I lolled. Und dann ist der Fischtank fertig, Leute. Ich hoffe, der sieht richtig schön aus jetzt. So, Night Fishing Bundle. Bundle complete, Freunde. So, sehr schön. Wenn ich das jetzt mitnehme, kann ich die Reward nicht einsammeln. Scheiße. Emits a small constant light. Scheiß auf das Seaweed. Ah, oh, da sind sie wieder und freuen sich mega, dass ich das hier fertig gebaut habe. Yay, der Fischtank ist fertig.
Dieses Haus war für Jahre leer. Aber jetzt bist du der Boss da und du bist der Coolste, haben sie gesagt. Guck mal, jetzt ist es hier draußen hell auf einmal. Hier ist es Nacht, hier ist es hell. Ah, ich krieg wieder so einen Stern da oben ran gepinnt. Yay, ich bin beliebt. Hey, und der liebt mich jetzt auch. Guck mal, wie er sich freut. Aber es wird spät, ich muss leider schlafen gehen. So, the glittering boulder, der wird jetzt removed. Fragt mich nicht, wo der ist, was der macht, was der kann, warum er das macht. Ich habe keine Ahnung. Jetzt noch schnell die ganzen Sachen da reinballern. Ah, es ist schon zu spät, ey. Ich hoffe, ich komme noch rechtzeitig ins Bett. Notfalls muss ich dann morgen mich irgendwie künstlich wach halten mit irgendwelchen Nahrungsergänzungsmitteln, die ich mir reinballer. Alter Vater, ey. So, die ganzen Fische kommen hier noch rein. Guck mal, da unten ist Honig fertig. Das wird ein dicker Tag, Leute, kann ich euch jetzt schon sagen. Das wird so Geld regnen für uns morgen. Alter, und jetzt schnell alles wieder richtig sortieren. Und dann schnell ins Bettchen mit mir. Es ist schon nach 1 Uhr. Oh Gott, Joy schläft auch schon. Leute, ich bin raus für heute hier bei Stardew Valley. Ach, der geht weg. Ja, und was soll das denn bringen? Was macht das? Da bin ich sehr gespannt, was das bringt. So, die Eggplants. Oh, nicht so viel gebracht. Ja, guck mal, 82 für die silberne. Aber die waren auch sehr schnell fertig. Also die sind nicht so viel wert scheinbar. 990 für die 15 Stück hier. Ja, das ist jetzt echt nicht so viel, wa? 66 oder was? Wenn ich das gerade mal schnell überschlagen habe. Zweimal Mayonnaise nur. Oh, shit. Stimmt, ich hätte die Eier noch reinwerfen können. Ja, egal. Leute, wir haben hier aber trotzdem noch gut abkassiert, denn wir haben hier noch beim Fishing mal richtig dick was Gold. Oh, 790 für die Aale. Ist nicht schlecht auf jeden Fall. 790, das kann sich schon sehen lassen. Also so um die 160 oder so pro Aal. Nicht schlecht. Red Snapper haben wir hier nochmal gefangen. Aber der bringt einfach am meisten. Der eine 468. Krass. So. Ah, hier unten sind noch die Sea Cucumbers. Ja, geht auch. Nicht so viel, muss man ehrlich sagen. Nicht so viel. 112 pro Ding. Aber Leute, insgesamt kommen wir trotzdem auf 5.100 Gold. Das ist auf jeden Fall schon wieder sehr schön. Haben wir wieder ein bisschen Geld gemacht. Leute, ich bin raus für heute. Vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns morgen. Haut rein. Ciao, ciao.